und herzlich willkommen bei Frau Janik Probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen Pflanzendrink, also eine pflanzliche Milch, aber Milch darf man nicht mehr sagen, man muss es jetzt Drink nennen. Gesetzlich gesehen ist es nämlich verboten, es Milch zu nennen, also nennen wir es Pflanzendrink. Und zwar mache ich diesen aus Hanfsamen, also wir machen einen Hanfdrink. Und das Coole an diesem Hanfdrink ist, dass der super einfach gemacht ist, ganz, ganz schnell und vor allem es ist sehr, sehr proteinreich. Deshalb nenne ich ihn auch Proteindrink, weil es im Vergleich zum Beispiel zu Haferflocken hat Hanf auf 100 Gramm 30 Gramm Proteine, also Eiweiß, und Haferflocken im Vergleich auf 100 Gramm nur 13. Also super cool, ein richtiger Proteindrink und der schmeckt auch gut. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Um euer Hanfdrink herzustellen, braucht ihr folgende Zutaten und folgende Utensilien. Und zwar als allererstes Hanfsamen. Ich habe jetzt hier die geschälten. Es gibt natürlich auch noch die ungeschälten, die ihr kaufen könnt. Da müsst ihr dann auf jeden Fall die Samen durch solch ein Tuch hier abseihen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Obstbeutel aus der Obstabteilung. Die kann man ja jetzt überall kaufen. Es gibt ja auch so Wäschenetze, die würden sich auch super eignen. Oder zum Beispiel extra solche Nussbeutel, die kriegt man in der Drogerie zum Beispiel. Oder was auch gehen würde, wäre ein Haarsieb, also so ein ganz, ganz feines Sieb. Das würde auch funktionieren, aber diese gibt es gerade wirklich überall und es funktioniert super. Ich habe jetzt hier aber eben die geschälten gewählt. Das muss man dann eigentlich nicht mit diesem Beutel machen. Man kann, weil wie man hier sehen kann, hat es noch ein bisschen von diesen grünen Schalen dran. Wen das stört, aber wen das nicht stört, dann braucht man es nicht unbedingt machen. Ich zeige euch aber trotzdem, wie das funktioniert. Dann mache ich das Ganze auf 1 Liter. Das heißt, ich habe hier 1 Liter Wasser. Ich habe jetzt hier kaltes Wasser gewählt. Und ich werde die Milch noch ein bisschen süßen. Deshalb habe ich hier noch eine mit Joule-Dattel. Also das sind die ganz großen, weichen Datteln genommen. Weil ich finde, dass es ein bisschen bitter schmeckt im Vergleich zu anderen Drinks und deshalb ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde euch auch empfehlen, probiert es erstmal ohne aus, testet mal den Geschmack, ob der euch passt. Wenn ihr die Milch zum Beispiel dann sowieso benutzt, um sie in Müsli zu geben und ihr isst es meistens noch mit Früchten zum Beispiel, dann würde ich sowieso vielleicht es eher weglassen, weil die Früchte ja dann Süße reinbringen. Wenn ihr das pur trinken möchtet zum Beispiel, dann würde ich euch empfehlen, ein bisschen Süße reinzugeben. Da könnt ihr natürlich auch andere Süße wählen, zum Beispiel Reissirup oder ein bisschen Kokosblütensirup oder Dattelsirup oder was auch immer ihr zu Hause habt. Da könnt ihr selber entscheiden. Und jetzt geht das Ganze super einfach. Ich gebe jetzt hier einfach meine geschälten Hanfsamen in meinen Mixbehälter. Dann kommt mein Wasser hinzu. Und so wird das Ganze jetzt einfach für ein paar Sekunden gemixt. Und so ist das Ganze jetzt schon fertig. Man sieht schön, es hat sich weiß verfärbt, sieht aus wie Milch. Und der Hanfdrink ist somit eigentlich schon fertig. So könntet ihr ihn jetzt abfüllen, in den Kühlschrank stellen und ein paar Tage ist er haltbar und so ist eure Milch im Prinzip schon fertig. Jetzt könnt ihr auch probieren, wie das Ganze euch schmeckt, ob es euch eben ein bisschen seltsam vorkommt oder nicht süß genug ist oder ein bisschen so bitter, weil ich finde, das hat ein bisschen einen bitteren Geschmack. Oder ihr könnt jetzt weitermachen und das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Und zwar eben mit dieser Dattel. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Die Dattel gebe ich jetzt absichtlich, habe ich sie jetzt nicht da reingegeben, weil ich möchte euch noch zeigen, wie das mit diesem Nussbeutel bzw. hier mit diesem Obstbeutel funktioniert. Und dafür schütte ich jetzt hier erstmal diese fertige Milch bzw. Drink hier in meine saubere Flasche. Ich habe jetzt hier so eine schöne Flasche und die ist gerade echt, echt praktisch dafür. Schütte das erstmal um. So, ich hatte jetzt sogar ein bisschen zu viel, deshalb habe ich jetzt einen Teil schon mal auf die Seite gegeben in ein Glas. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Das stülpe ich jetzt hier einfach in meinen Mixbehälter. Und dann schütte ich die Milch da durch. Und wie man sieht, bleiben jetzt hier noch einige von diesen grünen Schalen übrig. Die bleiben jetzt hier drinnen. Das Ganze könnt ihr dann auf links stülpen und dann so einfach entnehmen. Entweder kann man das jetzt zum Beispiel im Müsli essen, wenn man möchte, weil natürlich, das hat viele Ballaststoffe und ist ja auch sehr gesund.
oder man kann es natürlich auch wegtun. Also da müsst ihr halt selber entscheiden. Das Netz könnt ihr dann super gut ausspülen und einfach wieder trocknen lassen und wieder verwenden. Und jetzt kommt erst das Süßungsmittel hinzu, die Süße eurer Wahl, eben was ich gesagt habe, Dattelsirup, Kokosblütenzucker, Reissirup, was ihr da habt oder zum Beispiel, so wie ich jetzt hier, eine mit Joule-Dattel. Und jetzt wird das Ganze einfach nochmal gut durchgemixt. Und so schnell und einfach habt ihr euren Hanftrink hergestellt. Super einfach, total easy, wenige Zutaten und super gesund vor allem und ein richtiger Powerdrink für morgens, mittags, abends, wann auch immer oder nach dem Sport oder vor dem Sport, wann auch immer. Es ist super, super cool. Eben, ihr habt gehört, pro 100 Gramm sind 30 Gramm Eiweiß drin. Also wirklich, das gibt es eigentlich nirgends, so viel ich weiß. Super cool. Und ihr könnt natürlich selber die Süßungsmenge bestimmen, ob ihr sie haben möchtet oder nicht. Denn oft habt ihr vielleicht schon gesehen, auf der Rückseite von verschiedenen pflanzlichen Drinks ist bei manchen Vorsicht geboten, denn oftmals steht wirklich noch Zuckerzusatz, zum Beispiel Vollrohrzucker, Stevia oder sonstige Zuckerarten, die hinzugefügt werden. Da müsst ihr mal immer wieder aufpassen und wirklich gut die Zutatenliste lesen. Denn von Natur aus ist zum Beispiel Hafermilch sehr süß schon oder Reismilch. Und trotzdem geben dann die Hersteller nochmal zusätzlich Zucker rein. Also immer wieder aufpassen. Was ich jetzt auch schon festgestellt habe, ich habe diese Milch schon im Kaffee verwendet. Da schmeckt es mir nicht so gut. Da ist mein Liebling wirklich Hafermilch oder Reismilch, finde ich auch noch sehr gut. Soja ist eigentlich voll gut, weil es sehr schön schäumt in der Kaffeemaschine. Hafermilch übrigens auch und Reismilch auch. Das schäumt eigentlich auch ein bisschen, aber es flockt dann aus. Also diese Milch würde ich irgendwie nicht für den Kaffee empfehlen. Dann lieber einfach so, dass ihr euch einen Shake daraus macht. Was auch noch eine Möglichkeit wäre, um es zu süßen, ihr könntet euch zum Beispiel ja nur ein Glas davon machen. Dann macht ihr das einfach so, pro 100 Milliliter gibt ihr vielleicht ungefähr einen Esslöffel, einen gestrichenen Esslöffel. Und dann könnt ihr zum Beispiel eine süße Banane reingeben, also eine wirklich reife Banane. Und dann hättet ihr auch einen guten Proteinshake ohne Proteinpulver. Also einfach diese Zutaten hier und eine süße Banane rein. Und fertig ist wirklich euer Sportdrink. Also das ist auch noch eine gute Idee. Könnt ihr alles mal ausprobieren. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie immer findet ihr die ganzen Rezeptmengen auf meinem Blog. Da schreibe ich euch dann auch noch Tipps und Tricks auf. Und noch vor allem, was nochmal die Hanfsamen alles genau beinhalten an Nährstoffe. Ja, und wie immer freue ich mich natürlich über Fotos von euch. Auf Instagram geht es am einfachsten da unter dem Hashtag FrauJannik. Oder @FrauJannik, damit ich die auch wirklich sehen kann. Natürlich auch eure Kommentare auf meinem Blog und hier auf YouTube freue ich mich riesig. Also, gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Rezept gefallen hat und abonniert meinen Kanal, das ist ja schließlich kostenlos. Und dann verpasst ihr natürlich auch keine weiteren Rezepte mehr von mir. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.